Best of 2023 mit Luke. Hallo und willkommen zu einem neuen Projekt, und zwar zu One Piece Pirate Warriors 4. Ja, jeder müsste, glaube ich, One Piece kennen. Wer nicht, der ist auch ein bisschen auf den Kopf gefallen. Nein, Spaß. Liegt da so und dann Don Curry so richtig verrückt. Keine Ahnung, ich verstehe es so ein bisschen nicht. Aber okay, er hat ihn trotzdem besiegt. So ein auf Prank Post. Haha, ich helfe dir doch nicht. Du kannst doch sterben. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Destiny 2 Season of Seraphie. Ja, bin ein bisschen zu spät dran an der fünften Folge, war es, glaube ich. Genau, fünfte Woche der Season of Seraphie. Nämlich habe ich von Amazon Prime was geschenkt bekommen, und zwar eine Geste. Nämlich Selfie. Ist das geil. Ja, wie gesagt, von Amazon Prime. Also, wenn ihr euren Prime, euren Amazon Prime Konto mit eurem Bungee Konto verknüpft habt, bekommt ihr das geschenkt. Einfach so. Alles verzeiht. Eine meiner Taten war besonders furchtbar. Oh fuck. Ich hab mich gerade selbst umgebracht. Ein schönes Wetter. Ich habe euch gar nicht gesehen. Ja, draußen ist nur am Schneien, das ist echt nervig. Und kommt zu einem weiteren Video. Und heute mal ein bisschen wieder was anderes. Okay, das war jetzt nicht so gut. Ja, nice. Meine Verbindung bricht ab. Gut. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das hier alles gefixt habe. Wow, jetzt wurde ich sogar rausgeworfen. Nice. Overwatch ist crashed. Nein, nicht wirklich. Aber ich komme jetzt nicht in das Spiel wieder rein. Also in das Match. Ja, geil. Schmeißt mich doch komplett raus. Los, löscht mein Konto. Nee, nee. So schlecht, dass ich sogar selber über mich lachen muss. Nein, er hat sich geil. Stefan! Gut gemacht! Oh geil, die Animation war einfach gar nicht da. Ja, genau! Ja, sicher! Boah, ich hatte gerade den Voice Crack des Todes. Aber Alter! Da schießt er mich runter und fall dann runter. Ach komm schon, das ist nicht dein Ernst. Jetzt die 5 roten Lichter gehen aus und es geht los hier in Australien. Guter Start. Und ja, recht guter Start. Jetzt die erste Kurve. Ja, ein paar überholen. Oh Gott, Alter. Ja, wurde es ein bisschen eng. Aber wir konnten uns durchsetzen. Jetzt sind wir 15 da an Wandorf vorbei. Da hinten geht's krawall los. Oh, können wir uns den nächsten schnappen? Bisschen weit raus. Das war nicht so gut. Konnten leider nicht Ocon holen, aber wir haben auch keinen Platz verloren. Ja, hier. Wofür braucht man ein Messer, wenn man das auch so machen kann? Okay, ich hole ein Messer. Viele Leute nehmen so ein Cuttermesser. Ich nehme so ein Brötchenmesser. Okay, steh mal nicht rein. Oh, bin ich fast gestochen. So, steht schon. Four Gamers, by Gamers. Ja, wow. Toll, mit Sicherheit. Okay. Oh, es fühlt sich halt wirklich an, als wäre ich hier gespawnt hat und als würden die mich jetzt hier. Keine Ahnung. Was krasses. Okay, was ist das denn jetzt hier? It's time to get seen and be heard. Streaming is one of the fastest growing entertainment platform in the world. It's engineering competitive and connects people no matter where they from. Okay. Sogar eine Unterschrift vom CEO and Creative Director. Okay. Wie so privat werden wir gleich. Oh fuck! Oh nein!
Fick die Donne. Ich hab's gesagt. Ja, das Spiel macht eindeutig aggressiv. Kinder, nicht mit, nicht mitmachen. Target spotted. Da. Ja, wenn man immer nur campt. Na, oh, was ist das für eine schicke Sniper? Nee, ich will keine auffällige Waffe. Vor allem kein Scharfschützengewehr. Oh. A new strategy is available on the MFD. Ja, nice. Ich bin hinten an der Claire. Och, nee. Toll. Das war's mit dem Rennen. Alter, ich will nur mal den Flug sehen. Ja, ich glaube, das können wir knicken. Also ich werde jetzt nicht wiederholen, kann ich ja überhaupt nicht mehr. What the fuck? Was war das denn? Was? Wer war das? Was zum Fick? Ja sicher, was ist mit Ihnen los? Als ob was zum Fick ist mit euch passiert. Das kann nicht wahr sein. Ich krieg die Krise. Okay, das ist ja sowas von unverdient. Da kann ich ja nur zurückspulen. Das ist... Ey, was passiert denn hier? Du musst schnell und vorsichtig sein. Sie waren das Ende vieler Akolyten. Ich werde sie alle vernichten. Sowas wird mich nicht aufhalten. Wenn sie dumm genug sind, meinen Weg zu kreuzen, werfe ich ihnen ihre Köpfe zum Fraß vor. Wenn du die Kriegsklinge gefunden hast, solltest du sie noch im Grab mit Blut tränken. Such mich anschließend in meinen Gemächern in der Akademie auf. Gut, das ist schon mal eine tolle Einführung. Ja, ich darf Revan sehen. Sprich mir dort zu. Oh yeah. Wir sind startklar. Könnte euch bereits töten. Ich habe auch Verstärkung dabei. Sie werden mit meinen eigenen Männern ganz schön beschäftigt sein. Das ist das Signal, Männer! Los! Los, Leute! Hinterhalt! Gut so. Anscheinend habe ich eure Findigkeit unterschätzt. Männer, erledigt diese Narren der Republik. Angriff! Oh, er hat ein schöneres Lichtschwert. Egal. Wo ist er denn? Ach so. Sollen jetzt erstmal gegen die Elite kämpfen. Ihr nennt euch Elite. Da sind ja meine Truppen besser. Befindet sich ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. Ja, laufen. Okay. Wird man ja direkt von irgendeinem so Bot. Gymnastikübung. Ja, einmal hoch, runter. An der Wand befindet sich ein Gemälde. Ja, ich bin schon da. Das ist Kunst. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, bewundern Sie die Kunst. Oh, wie schön dieser Berg. Es ist alles so präzise. Sie sollten sich jetzt mental gestärkt fühlen. Mal was, wird dich beeindrucken. Ach. Ja. Ja, ich kann das nicht, wenn du dabei zuguckst. Ist das dein Ernst? Im Ernst jetzt, ist kein Witz. Kannst du dich kurz umdrehen? Na gut. Okay, dreh dich wieder um. Bam, Geheimtür, die hab ich aufgemacht, als du nicht hingeguckt hast. Und dafür sollte und ich los geht's. Gucken? Wow, du bist echt dumm. Keine Schiene, die... Ist der Sturz. Oh. Ja, schlecht. Ah, schön. Na, wie fühlt sich's jetzt an? Ein Applausprozessor hat überlebt, den haben wir also. Nicht weiterkommen, das heißt, wir kommen weiter, mit entsetzlicher Geschwindigkeit, aber da uns sonst nichts beschäftigt, hier einige Fakten. Er ist kein gewöhnlicher Schwachkopf, sondern das Ergebnis der Arbeit der besten Denker einer ganzen Generation mit dem Ziel, den größten Schwachkopf aller Zeiten zu entwickeln. Und du hast ihm eben die gesamte Anlage anvertraut. Ja, ich hatte vielleicht Hoffnungen. Geht noch. Thank you. Kann ich den erschießen? Warte. Oh fuck! Kann ich wirklich? Ups. Ey, habt ihr nicht gesehen. Deswegen. Okay. Verstehe.
Ich hab mich ja voll erschreckt. Junge, dieser Schuss kam so plötzlich. Alter. Ja, bleib da unten. Oh, Baby. Den würde ich mir. Hier, nehmen wir noch die hier mit. Okay, ich höre hier immer noch Geschosse. Lass mal umgucken, ob hier vielleicht welche sind. Ich höre hier irgendwie. Achso, das ist mein Wagen. Ich dachte schon, was macht hier so komische Geräusche? Ob du behindert bist, habe ich gefragt! Ah, super. Ja. Oh, danke. Die sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Diese Visiere. Ich hab ihn. Oh, ganz ruhig. Ruhig atmen, Glocke aktivieren. Flasche steht natürlich auch bereit, ist klar. Alter, jetzt bin ich unter Druck. Schön hier rein. Boah, jetzt wird's knapp, Alter. Scheiße. Das waren seine Geschütze. Zweiter, das war der letzte Platz. Nein. Diese Penner, das. Nein. Ja, die haben Schütze gemacht. Oh, come on. Als ob. Was glaubst du, was glaubst du, was der Titel sein würde? Man kann mich nicht so leicht brechen. Nein, hört auf! Blanks ist mein Geliebter. Ich sage euch alles, nur tötet ihn nicht. Er ist mein Geliebter. Wir arbeiten im Zentralturm. Oh mein Gott. Es ist eine Zugangskarte zu ihren Gemächern. Nur bitte hört auf, Blanks zu würgen. Nö, ich töte ihn. Eure Sturheit hat sein Schicksal besiegelt. Ja. Junge, das war der beste Nein. Text. Oh, Blanks, mein Liebster. Ihr seid grausam. Ist mir doch egal, Alter. Oh ja. Ja, eindeutig. Also wenn wir schon heute sehen, was alles die Technologie kann, zum Beispiel ChatGPT, was die ganze Technologie da alles machen kann, dann glaub ich schon, dass das irgendwann auch zu das, was hier das Spiel uns zeigt, führen kann. Und ich glaube, dass es schon irgendwo mal in der Welt passiert ist, dass die Technologie richtig krass fortgeschritten war und dann ja alles schief gegangen ist. Aber ich kenne mich halt damit nicht komplett aus. Deswegen, ja, ich glaube eindeutig. Komisch, dass hier die Konsole so lange braucht zu laden. Aber es hat eine PS4. Oh, nein. Da oben. Warte. Wo ist der? Nein, hä? Junge, hat der Augen wie Kaskaska? Keine Ahnung. Was laber ich da? Oh, Alter. Da hinten ist auch noch einer. Wie, ich hab den doch schon fünfmal getroffen. Jetzt. Aktivität auf dem Steg! Oh fuck. Das war eine Blendgranate. Hat das jetzt was gebracht? Da hinten. Was? Oh fuck, da oben. Oh. Alles gesichert. Schalten wir den Strom und das Licht an. Alter, wie der da runtergefallen ist. Okay, ja, der Flur ist gesichert. Keine Menschen. Ist auch geklärt, gut. Vorsichtig, leise. Oh fuck, der ist einer. Das ist keine Blendgranate. Ich werf einmal eine Granate rein. Oh, Alter. Ist doch viel zu laut, aber egal. Ist hier noch einer? Oh! Alter! Junge! Also mit Hemd solltest du hier nicht reingehen.
Fuck, oh fuck. Ah, oh, schnell in Deckung. Warte. Oh, ich bin so. Genius! Ich bin ein Genius! Oh, Alter, was war denn das für ein Voice Crack? Da nicht lang. Und los! Weg! Oh, Scheiße. Der ist gepanzert. Aber jetzt nicht mehr. Ich zieh vor niemandem. Hände hoch, Valeria! Das war's mit dir, es im Nombre. Einer von uns muss das überleben. Bin dir wohl ans Herz gewachsen, oder? Ans Herz gewachsen? Wie Herztumore. Wo kommen die auf einmal her? Okay, nochmal laden. Bleib unten, bleib unten. Ich war doch in Deckung. Ja, wieso schießt der denn direkt? Meine. Schwimmen, schwimmen und reinstechen, ja, schön ins Bein. Das ist gruselig, Freunde. Geil, dass jetzt alle so eine Maske aufhaben. Zwei, drei. Alter. Was für Gewahren. Ist der irgendwie. Was ist denn mit denen los? Oh, ihr seht hier nochmal den Takedown. Desperado. Sitting in a old Monte Carlo. A man is on his hollow. Take it easy. This is good. Wisst ihr, der hat nicht mal den Republikanern geholfen. Also. Scheint ein netter, kleiner, süßer Kerl zu sein. Deswegen müssen wir ihn auch nicht töten. Guck mal, ein Sith muss auch mal verständlich sein. Da kommen auch noch welche, Alter. Ein bisschen baden, obwohl eigentlich wollten wir zuerst baden gehen, aber wir haben uns doch erst entschieden fürs Baden in der Cottbuser Lagune. Ich lebe in Cottbus. Und es hat auch echt Spaß gemacht. Ja, gibt's halt nicht viel zu erzählen. Am Dienstag. Geil, 1-2-5. Am Dienstag sind wir halt paddeln gegangen in Burg. Da gibt es übrigens zwei verschiedene Stationen. Und ich war letztes Mal auch in Burg, aber da war ich in einer ganz anderen Station. Naja, und das Paddeln war halt. Ich weiß nicht warum, aber das Paddeln war am Ende so anstrengend. Am Anfang war das noch so okay, ja, ist in Ordnung. Aber desto länger du das machst, also so 4 Stunden waren wir dort am Paddeln und es ist echt so. Ermüdigt. Ah, hier sind meine Waffen, geil. Okay. Ja, Alter, was soll ich denn machen, wenn dieses Teil. Wie viel Geld hat er denn? Er hat 4000, er könnte einen holen. Aber er könnte auch gleich einen Panzer holen. Oder er stirbt. Warum fährt er zurück? Ja? Ja, Atifa, spring dorthin. Genau. Nein, nicht dort. Warum habe ich da markiert? Dort. Atifa, spring. Los. Ja. Er hat's geschafft. Na, endlich. Komm, jetzt verkack's nicht. Na, endlich. Ich bin nicht Atifa. Lass mal eine Rampe hier rüber. Oh, komplett verkackt, Alter. Okay, aber jetzt weiter und hier die Kurve lang und dann nochmal links, rechts. Ich hab meine Links-Rechts-Schwäche und hier weiter den Berg hoch und hier der Abfahrt nach oben. Und jetzt hier die Rampe und oh! Und krasser Crash, aber unser Fahrzeug ist halt einfach aus Panzerglas. Also kann alles aushalten. Und jetzt hier rum, rechts und dann, oh, die Ziellinie. Oh mein Gott. Okay. Ich habe irgendeinen Schaden. Und davor ist was ganz komisch passiert. Also, es war in der Schule auf jeden Fall. Wir hatten gerade Englisch, das war irgendwie so die 3. Stunde. Nee, es war die 4. Okay, das ist jetzt mir so peinlich. Aber ein Mitschüler hat so an den Dingens, an den Kleiderständer so rumgehangen. Da wollte ich den einfach nachmachen. Ich weiß.
Ich weiß, ich bin schon echt dumm. Und dann bin ich mit kompletter Schwung darauf gegangen und das Ding ist abgegangen. Also es ist nicht komplett abgegangen, es hing so auf 6:30, aber Junge, das war schon ziemlich kritisch. Und erstmal kamen irgendwie 50 Schüler auf mich zu und haben mich natürlich erstmal ausgelacht und ja, die Sache war ziemlich unangenehm. Ich habe mich echt geschämt danach. Aber das oh mein Gott! Oh mein Gott, guckt euch, was bei der einen steht. Komm schon. Ich muss es drücken. Ihr wollt es alle sehen. Wir wollen unsere Beziehung weitermachen mit Wett. Und der nächste Schritt beginnt jetzt. Es muss nicht so kompliziert sein. Yes! Jawohl! Wow, okay. Ja, das ist gut. In Ordnung. Verschieben wir das auf später. Zurück an die Arbeit. Okay. Weird, but okay. Nice. Unser erster Kuss. In die Eier. Bitches. Habt ihr es gesehen? Mein erster Hohnkill. Da bin ich stolz drauf. Mir geht die Munition aus. Ich weiß, Karl. Wie das, wie ich da irgendwie 5 Jahre gebraucht habe, um endlich mal ins Spiel zu kommen, weil es 50 Mal abgestürzt ist. Weil diese Beta auch gar nicht optimiert ist. Liebe es. Gut. Dann was haben wir für E-Mails? Tanisha. Was passiert denn da vorne? Was ist denn da mit dem LKW? Okay. So Leute, weil ich keinen Bock mehr auf dieses Spiel habe, klicke ich jetzt hier auf Option in Steam und dann klicke ich auf Deinstallieren. Möchten Sie Sniper Elite 4 auf diesem Gerät deinstallieren? Die Anwendung ist weiterhin in Ihre Spiele, die... Ich kann nicht mehr reden. Ja, klicke einfach auf Deinstallieren. Ich habe keinen Bock mehr. Ja, das war das behinderte Spiel, was ich jetzt gespielt habe. Spaß. Nein, nur mal meine ehrliche Meinung. Ich fand es nicht so geil. Also, kein Wunder, dass ich es hier deinstalliert habe. Also, euch noch einen schönen Tag. Was ist das hier? Eine Warteschlange. Ja, Junge. Hä? Ich wusste gar nicht, dass so viele Leute das Spiel spielen überhaupt noch. Und dass sich so viele Leute für dieses Update interessieren. Boah, das ist ja mal was Neues. Also die Zeit werde ich jetzt nicht abwarten. Ich jetzt erstmal pennen. Dann morgen. Morgen. Ganz sicher. Nein, bitte, bitte schieß nicht ab. Bitte schieß nicht ab. Bitte schieß nicht ab. 15, 14, 13. Ja, ich schaff's noch. Aber gerade noch so, Alter. Ja, ich muss runterspringen. Nein, ich dürf noch. Ach, Junge, das ist so besch... Stell mich wegen der beschissenen Scheiße. Nur weil ich runterspringe. Wow. Geh das Spiel die ganze Zeit auf den Sack. Wirklich, bei jedem Kampf schreit dir irgendein Gegner, die Personäle sind, die beschützen uns. Und oh nein, die Zwillinge, sie wollen nur meine Mutter haben. Was weiß ich. Was labern die da die ganze Zeit für einen Müll? Ich dachte mir jedes Mal so, hört doch auf zu labern. Ich wollte natürlich auch nicht die Audio ausmachen, weil, naja, was wäre das, was wäre das für ein Let's Play? Gerne. Der Ruhm ist mein! Niemand darf es wagen, mir im Weg zu stehen. Lasst euch das alle eine Lehre sein. Ich kann nicht vernichtet werden. Voll. Wow. Sein endgültiges. Botschaft ist klar angekommen. Ihr habt bewiesen,
dass ihr wahrhaft vom Imperator berührt worden seid. Der Rat der Sith weiß, dass der Zorn des Imperators freie Hand hat. Jawohl. Wir gehen direkt rein. Wir gehen direkt rein. Ich hab Bock. Ich hab Bock. Shadam, was? Ist das dein fucking Ernst? Ich muss das nochmal installieren. Das ist nicht dein fucking Ernst. Ja, Leute. Ich muss die Scheiße noch installieren. Wusste ich jetzt nicht, weil es wurde davor auch nichts gesagt. Nichts installiert. Ja, geil. Also bis gleich. Okay, Leute. Nach einer halben Stunde bin ich endlich drinne. Oh, guckt euch das an. Also ihr könnt zwar noch nichts sehen, weil... Danke an alle, die hier bis zum Ende geschaut haben. Danke an alle, die dieses Best-of geguckt haben oder generell mich in diesem Jahr unterstützt haben. Egal beim Gucken, beim Liken, Disliken, was weiß ich. Ist egal, ob Kommentar geschrieben habt oder einfach nur ein Aufruf mehr oder ein Abo mehr. Ich freue mich bei jeder Aktion von euch. Danke, vielen, vielen Dank nochmal, echt. Und dieses Best-of hat, ziemlich viel, also mir gezeigt, was ich in diesem Jahr alles so richtig vieles erlebt habe. Aber es wird nächstes Jahr noch viel, viel besser. Und deswegen freue ich mich auf das nächste Jahr noch dreimal mehr. Ja, wünsche euch einen schönen Tag. Ciao, ciao.